Herzlich willkommen zu Singularity mit dem alten Mann und der Leiche ohne Textur. Übrigens, wenn man hier auf Escape drückt, dann kommt man in die Pause und dann gibt es ein schönes Geräusch. Augenblick, ich bin ja jetzt ruhig. Ich find's lustig. So, okay. Wir machen weiter. Mein Ziel konnte ich auch sehen. Treffen Sie sich mit der Fee. Aha. Interessant, interessant. Also in der letzten Folge haben wir die Zeitlinie verändert und Stalin durch den Herrn Demitschew ersetzt, den wir aus dem Feuer gerettet haben. Ob man das hätte eigentlich vermeiden können? Ich spring mal jetzt hier runter. Da passiert erstmal gar nichts. Hier fehlen aber erstaunlich viele Texturen. Guck mal hier. Es gibt aber auch Grenzen, wo das denn noch geht. Ist hier noch was Schönes? Ah, eine Notiz. Liebste Svetlana, meine geliebte Tochter, wie läuft es bei dir? Hier ist es soweit ganz gut. Auch wenn dein Vater und ich uns etwas Sorgen um dich machen, wir hätten dich niemals auf diese Insel lassen sollen. Es gibt Gerüchte, dass... Oh, Zensur. Und nicht nur da, sondern es stand sogar etwas darüber in der Zeitung, aber es war nur auf der letzten Seite und war wohl nicht so... Doch nicht so, wenn es nicht stimmt, was... Wenn es stimmt, was die sagen. Ja, haben die Briefe abgeschrieben? Also Schwärzen sieht anders aus. Ich mach die nochmal auf. Dann werden hier schwarze Balken und keine so eine Stricheldinger. Seltsam, seltsam. Oder mussten die sich selbst zensieren beim Schreiben? Zensur ist aber immer Mist. Hier haben wir Munition. Da liegt auch noch was. Ja. Oh, da liegt noch mehr davon. Das wird, ist wichtig. Das ist ja hier wie die Währung in diesem Spiel. Und ich bin mal gespannt, was man damit noch alles machen kann. Hier ist aber nichts. Gut. Das haben wir dann auch. Hier wird mir ein R angezeigt werden, wenn die Tür aufgeht. Hier geht das wieder mit den Texturen, ist seltsam. Aber dann wieder... Hier, jetzt ist es in Ordnung. Guck mal, das war vorhin total vermatscht. Aha. Die Munition ist voll, wollte ich... Was ist das? Oh, da, ein Schnabulant. Oh, das war knapp. Schnell die Munition holen. Muss ich nicht nachladen? Was ist hier los? Ich hab doch geschossen wie verrückt. Na okay, das Spiel cheatet mich. Oh. Hab ich hier noch irgendwo was übersehen? Aha. Es cheatet mich doch nicht. Das gehörte zur Spielsequenz. Ich bin hier wohl immer noch im Tutorial. Hier gab es Innereien. Die können doch gar nicht so frisch gewesen sein. Naja, egal. Oder war das einer von unseren Leuten? Ich kann nicht erkennen, wie der Rest noch aussieht von ihm. Hier ist wieder ein Fahrrad. Hier ist der Antrieb aber auf der richtigen Seite. Da ist der Kopf von dem... Titan 1, wenn Sie mich hören, ich bin in einer Art Schulgebäude und da ist ein Kerl... Heilige Mutter Gottes! Aha. Eine Nachricht von Dr. E99. Hallo Kinder, hier ist Dr. E99. Ich möchte euch daran erinnern, beim Spielen vorsichtig zu sein. Spielen ist wichtig für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden, aber ihr dürft nicht vergessen, dass es auf Quatoga 12 viele Dinge gibt, die für euch und andere gefährlich sind. Dr. E99. Aha. Dr. E99. Hätten die Erwachsenen ein bisschen aufpassen sollen, was sie treiben, anstatt die Kinder da zumindest gesundheitlich in Gefahr zu bringen. Ihr hört das auch, ne?
Irgendwas macht hier Lärm. Ein Karussell. Nee, nee, das geht da drüben weiter. Nee, von da komme ich. Sorry. Ein wenig desorientiert. Wie die Pflanzen hier so durchwachsen. Ja. Den können wir bestimmt gut gebrauchen. Das ist alles tote Kinder hier. Die reinste Horrorschule. Kriegt man die... Oh. Ein Schuss verschwendet. 22. Ich werde mal mich wieder hinstellen. Hier passiert wieder was. Guckt mal hier. Seht ihr das auch? Mann! Jetzt versinkt das Vieh auch noch halb im Boden. Kinder hier zu erschrecken. Ah, E99. Ah, E99. Hier geht's nicht weiter. Jetzt schauen wir uns hier erstmal in Ruhe. Da ist ein Tonbandgerät. Ah, das ist die Lampe. Zenturienmunition. 6 Schuss. Schreibmaschine. Ah, E99. Eine Notiz. Auf Anweisung von Dr. Demichev haben wir damit begonnen, im Speisesaal Plätze sowie Mahlzeiten zuzuweisen. Schon einige Lehrer und Schüler haben sich darüber beschwert, aber Demichev will, dass ich nichts sage. Und genau das werde ich machen. Nichts sagen. Aha. Schreibmaschine. Ohne Textur. Kiste. Mit alles meins. Mikrofon. Die Schüler müssen stets wachsam sein und die Notfalltestprozeduren beherrschen. Die Notfalltestprozeduren. Ja, hier kann man nichts lesen. Naja, alles sehr verwaschen. Kommt durchs Alter. Na, da trinke ich aber nichts von. Oh. Es ist hier abgegangen. Aber das Tonbandgerät hat sie mitgenommen. Mal gucken, hier steht auch was. Man hört die immer noch schreien. Eine Nachricht von Dr. E99. Hallo Kinder, bitte vergesst nicht, euch die Hände zu waschen, nachdem ihr auf der Toilette wart. Körperhygiene ist sehr wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden von euch und anderen. Das stimmt. Ihr wollt doch eure Eltern nicht verärgern, weil ihr euch eine ansteckende Krankheit einfangt und oder verbreitet. Nein. Waschbecken? Hände waschen. Das geht tatsächlich noch. Ach so, das haben wir doch gelesen. Da habe ich wohl den Spot erwischt. Geht eine Treppe hoch. Da gehen wir mal nachher hin. Ah, hier ist noch ein Trinkbrunnen. Ohne Textur. Ah, Notiz. Wenn sich jemand findet, der morgen für mich einspringen kann, wäre das toll. Ich habe mir wohl etwas eingefangen und kann nicht kommen. Danke, Herr Moroso. Oder so. Meine. Ah, oh ja, das auch. Was haben wir denn hier drin? Ah, alles meins.
Oh. Und dann haben wir die Tür geöffnet. Toll. Die Kugel hätte ich mir sparen können. Die Moon. Die Moon. Tisch 1, Tisch 3, Tisch 2. Aha, Kiste, 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 Kiste. Öffnen. Meins. Maser, Morkov, Kospel, Syn, Bettina. Sind das Lebensmittel? Ich weiß nicht, was sollen das Namen sein? Hört das mal auf hier. Da ist noch was zu essen. Büchsennahrung gab es hier. Hier ist eine Notiz. Ach da. An das Küchenpersonal. Bitte geben Sie einen Esslöffel dieses Pulvers in das Essen aller Schüler, die an Tisch 1 sitzen. Es ist ein experimentelles Verbesserungspräparat, das absolut sicher ist. Danke dir, Direktor. Was soll das denn? Haben die Versuche mit ihren Kindern gemacht? Krankes Volk. Ich muss den Kopf erwischen. Ich muss nachladen. Warte. Der wackelt immer so hin und her. Da ist das schwer, den Kopf zu erwischen. Wie machst du denn noch Lärm ohne Kopf? Interessant, interessant, interessant. Ich meine, ich kann auch... Jetzt ist er weg. Warum ist er weg? Ist wohl nicht ankert hier. Nicht richtig. Was läuft da? Kann ich hier was öffnen? Nein. Ah, ein Schreibtisch. Nichts drin. Tonbandgerät. Dr. Demichev hat uns gesagt, die Ausrüstung, die Sie in der Schule installieren, sei sicher, aber ich mache mir Sorgen. Ich habe einen Freund, der im Tierversuchslabor arbeitet, und er meinte, R99 mutiert lebendes Fleisch. Wie können Sie Kinder so etwas aufsetzen? Aha, die haben den Kindern E99 gegeben. Warum das denn nicht? Ich denke, die wollten damit Energie erzeugen. Oleg, der Bär mag Eiscreme. Mein Oleg, der Bärbild, hat einen Preis gewonnen. Und jetzt hat der Mann, dem es gefallen hat, gesagt, er will es auf der Eisverpackung mit Rechtschreibfehler benutzen. Ich habe Eis geschenkt bekommen und durfte die Fabrik besuchen, wo die das machen. Herr Demichev hat uns besucht und wegen dem Band von Oleg auf meinem Bild gefragt. Ich habe gesagt, ich habe mir das ausgedacht. Aber ich habe es an der Hand von einem Mann gesehen, als ich auf Mama gewartet habe, die Papiere im Labor fertig gemacht hat. Aha. Interessant, interessant. Haben aber auch schön an diese kleinen Details gedacht, so mit Rechtschreibfehlern und so, was denn bei Kindern halt so vorkommt. Da ist ein Ball. Ich gucke hier alle Schreibtische durch. Kann ich den Ball kaputt machen? Nein. Jetzt muss ich mich bücken. Wir sind schon... Oh, hier passiert gleich wieder was. Aha. Aufstehen. Und nehmen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich bin mir nicht sicher, was der Direktor vorhat, aber seit es beim Mittagessen zugewiesene Plätze gibt, sind viele Schüler krank, einige schwerwiegend. Ich werde heute Nacht mal in der Küche nachsehen, was wir den Kindern zu essen geben. Wenn irgendetwas daran nicht stimmt, informiere ich Dr. Demichev. Er wird das in Ordnung bringen. Der hat das verursacht, die Blase. Ah, hier kann ich auch reinschauen. Nein. Nichts drin. Hier kann ich auch reinschauen. Na. Da ist wieder eine Notiz. Heute ist mein erster Schultag. Meine Familie ist letzte Woche auf die Insel gezogen. Ich hatte Angst, alle meine Freunde zurückzulassen, aber Papa hat gesagt, ich finde neue Freunde.
Er will uns nicht sagen, woran er es bei seiner neuen Arbeit, was, woran er bei seiner neuen Arbeit arbeitet. Aber er meint, es hilft uns und ich bekomme endlich den Hund, den ich mir gewünscht habe. Ich habe heute in der Klasse einen Film über Dr. E99 angesehen. Und ich frage mich, ob Papa bei seiner neuen Arbeit mit Dr. E99 zusammenarbeitet. Natalie Rose, übrigens der Vorname von diesem Charakter hier. Sorry, ein kleiner Schluck. Ist Nathaniel oder so. Also, für mich wieder sehr kompliziert. Was das immer alles soll. Immer alte Männer ärgern hier. So. Nurusisch wäre das viel einfacher gewesen. Pavel ist doch ein wunderschöner Vorname. Der hätte doch auch gereicht. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Film. Nehme ich mal an. Ohne Textur. Ich gehe mal raus. Ich gehe mal wieder rein. Ah ja, okay. Propaganda halt. Gar nichts kontrolliert ihr. Das sieht man doch hier. Da ist ein Tonband, da ist eine Kiste. Es sieht mich und ein Loch. Dann gehe ich erstmal zum Tonband. Die liegt wer? Ja, woran das wohl liegt, Kind. Ah, guck mal da. Ja. War der Film wieder in Ordnung. Sorry, ich muss mal kurz räuspern. So, ich hoffe, es ist jetzt wieder besser. Und das Knacken hört man nicht ganz so doll. So, jetzt gucken wir hier mal noch in die Kiste. In diese. So, und da gehe ich in der nächsten Folge runter. Also, jetzt haben wir wieder fast 18 Minuten um. Bis dann, Freunde. Tschüss.